Danke. Wow, wie wird man denn so groß und stark? Mit hochwertiger Bildung. Und Gesundheit. Genau so. Wenn George Orwell etwas hatte, dann waren es klare Ansichten zu den Fragen der Zeit. Bildung, Gesundheit, Bildung, Gesundheit, Bildung, Gesundheit. Gut, dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Vorlauf zum Spiel gegen Bayern Alstenau. Wir erwarten morgen bei schönem Wetter im Vergleich zum letzten Wochenende zwischen 3.100 bis 3.200 Fans, davon auch ca. 40 bis 60 Fans aus Alstenau. Schiedsrichter der Partie ist Tobias Andres, oder Andres, so heißt er, der junge Mann. Ansonsten, ich kann jetzt schon mal vorab sagen, wird Cedric Euschen ausfallen für morgen, der ist am Dienstag umgeknickt und steht noch nicht zur Verfügung. Ansonsten sind alle Mann an Bord, mit seinem Cheftrainer. Wahl der Wahl, immer der Morgen auf den Platz schickt. Ansonsten könnt ihr bitte eure Fragen stellen an den Cheftrainer Dirk Lautner und an Kevin Böse. Dann tritt er frei auf. Was erwartet uns denn mit Bayern Alstenau? Ja, in unseren Augen eine Mannschaft, die auf jeden Fall mal als Aufsteiger sehr gut in die neue Saison reingestartet ist, wo man ein Ausrufezeichen mit dem Sieg in Hamburg gesetzt hat. Eine Mannschaft, die aus einer guten Grundordnung heraus immer wieder versucht, schnell umzuschalten. Also eine klare Stärke bei Alstenau ist definitiv das Umschaltspiel. Haben sich vor der Saison auch fast neu aufgestellt, 11 Neuzugänge, so eine kleine Offenbach-Filiale ist es ja geworden, mit Vierer, der Endres, Matscha, zum Beispiel gestandene Regionalligaspieler auch mit Qualität dazu bekommen, das sieht man an den Ergebnissen. Hinzu kommt, dass wir über Standards auch richtig Qualität haben, gerade mit Schützen, Matscha und Vierer, wo wir völlig drauf aufpassen müssen. Also es ist schon eine Mannschaft, die richtig Qualität hat. Sie haben mit 14 geschossenen Toren, glaube ich, auch die dritte oder viertbeste Offensive. Ja, und allein das zeigt schon, dass sie schon sehr selbstbewusst in die Spiele auch reingeht. Aber alles andere als ein Sieg wäre schon eine große Überraschung aus eurer Sicht. Natürlich wollen wir auch jetzt wieder da weitermachen, wo wir aufgehört haben in den letzten Wochen. Den nächsten Dreier uns holen, das ist klar. Aber wir sind immer weit davon entfernt, irgendwelche Mannschaften zu unterschätzen. Und ich glaube, alleine der Auftaktsieg in Hamburg hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Und von daher nehmen wir jede Mannschaft so ernst, wie wir es auch ernst nehmen müssen, um selber unsere eigene Leistung abrufen zu können. Gilly wieder völlig fit? Ja, die ganze Woche jetzt mehr oder weniger mit drin. Hat der Hoffenheim-Abbruch irgendwelche Nachwirkungen, dass man sagt, oh Scheiße, jetzt noch mal englische Woche dazu, spielt das irgendwelche Rolle? Wird da noch mal drüber geredet? Nein, ich glaube nicht, dass es jetzt noch Thema war, jetzt unter der Woche. Natürlich sorgt es dafür, dass du am Ende des Tages noch mal eine englische Woche zusätzlich spielen musst. Das ist klar, aber für das Spiel als Nummer hat das jetzt keine Bedeutung. Personell spielt die englische Woche so bei den Überlegungen, Startformationen brauchen schon eine Rolle oder weiß man ganz normal? Wie gehabt, Herr Rossi, immer wieder von Spiel zu Spiel, Spiel absolvieren, nach dem Spiel alles beobachten, gucken, wie das Spiel verkraftet wurde und dann werden die Entscheidungen fürs nächste Spiel. Jens, wenn du da bist, ist das noch lange keine Garantie, dass du spielst in den letzten Wochen und Monaten. Ich habe auch mal erlebt, dass wir hier Spieler hatten, dann plötzlich auch gar nicht im Kader waren, das gab es auch schon mal. Erzähl mal so die ersten paar Wochen hier in Saarbrücken. Stammplatz hast du jetzt auch noch nicht so wirklich. Wie ist die Situation für dich? Ich denke, bis jetzt gut. Wir meinen alles bis jetzt. Ich fühle mich gut hier mit der Mannschaft und den Jungs. Ich versuche alles zu lernen, das System, wie der Trainer wollte, dass ich spiele. So, ich denke, das ist wichtig, und dass wir unsere Leistung mit Mannschaft erreichen. So. Und
das, was wichtig ist für mich persönlich. Ja, man kann sagen, immer wollte ich spielen, aber ich bin immer dabei. Ich helfe, wann ich kann und was ich machen kann. Ich denke, das ist gut. Jürgen hat ja glänzend, den jemand auf der Rechnung hat, den verpflichtet hat, der war für uns relativ unbekannt, hat relativ viele Spielzeiten schon gehabt, Tore geschossen, an Toren beteiligt. Schreibt uns mal so ein paar Sachen, wie du deine Rolle siehst. Er ist auch sehr flexibel von der Position her. Gut, da fängt schon mal mit an, dass er auf jeden Fall sehr flexibel einsetzbar ist, entweder auf der 6 bzw. dann auf der 8er Position, der immer wieder versucht, die Verbindung in die Offensive herzustellen. Er kann aber auch auf der 10 spielen. Hat er jetzt auch schon bewiesen, wenn wir das Spiel hier zum Beispiel den Mainz mal sehen, da war vor dem Spiel einfach die Maßgabe, dass wir in Kians nochmal einen Spieler dazu gewinnen, der auch in der Defensive seine Qualitäten hat, der Tempo hat, auch um hinterherzukommen in der Defensive. Und natürlich im Ballbesitz auch eine gewisse Ruhe hat, eine sehr gute Ballbehauptung hat, wenig Bälle weggibt und natürlich dann auch die fußballerische Qualität hat, auch nach vorne zu spielen. Also ist schon ein sehr komplexer Spieler. Hat im Moment halt das Problem, dass wir gerade in der Zehnerposition, wenn wir ihn dort nicht spielen lassen, uns für einen etwas offensiveren Spielertypen aufstellen wollen. Und wenn er die Sechserposition spielen will, dann haben wir mit Manu und Fanol eben auch zwei Spieler, die es im Moment sehr, sehr gut machen. Und mehr Positionen gibt es halt nicht in der Mannschaft. Und deswegen muss er sich ein bisschen anstellen. Aber er hat schon bewiesen, immer wenn er gebraucht wurde, hat er ordentliche Spiele gemacht. So stelle ich mir das auch vor. Ja, wie ist das denn? Ich freut das nicht jeden Trainer, wenn man so eine Anzeigenwaffe für das fast komplett im Mittelfeld hat? Definitiv ist das ein Vorteil für uns, ja, wenn so variabel einsetzbar ist. Wie gesagt, in Mainz haben wir ja schon davon Gebrauch gemacht. Wenn du einfach sagst, so ein bisschen defensiver auch agieren oder auch gegen Jan Regensburg war es ja auch so, dass wir gesagt haben, da braucht man nochmal einen Spieler, der auch richtig anpacken kann in der Defensive. Und da hat er die Sachen ja auch sehr, sehr gut gemacht. Kianz, du kommst aus Düsseldorf, von der Reserve von Bundesligisten, jetzt nach Saarbrücken, was sind so die Unterschiede? Gab es einen Kulturschock, dass du gesagt hast, was ist hier los? Oder, nicht zwischen Düsseldorf und Saarbrücken. Nee, ich denke, die Stadt ist ganz anderes. Natürlich, Düsseldorf ist eine große Stadt, aber ja, fußballerisch ist Fußball. Egal, wo du spielst. Fühlst du dich mehr als Kanadier oder als Kubaner? Boah, ich bin in Kuba natürlich geboren. Das war Spanisch meine erste Sprache. Aber auch lange Zeit in Kanada auch. So 50-50, denke ich. Von Herz ein bisschen mehr Kubanisch. Aber kubanisches Herz, kanadische Herd, das ist doch perfekt für mich schon. Lebt deine Familie noch auf Kuba oder sind die in Kanada? Meine Mutter und meine Schwester sind in Kanada jetzt. Ja, ich habe eine Frage an dich, David. Ihr habt so in der Woche mitgeteilt, dass ihr in Völklingen spielen werdet, das Pokalspiel. Die banale Frage, warum ist denn diese Entscheidung so gefallen? Grundsätzlich war ja unsere Priorität, dass wir das Spiel im Saarland abhalten wollten. Nach Prüfung am Standort bzw. auch der Gegebenheiten, Abwicklung. Weil so ein Spieltag besteht jetzt nicht nur einfach nur, dass du das Spiel anfeierst und dann eine Runde gekickt, sondern auch das Drumherum. War für uns die Prämisse, dass wir versuchen, uns das wirklich auf die Beine zu stellen. Und das ist jetzt gelungen mit dem mobilen Flutlicht, was wir dann einrichten werden. In einem wirtschaftlich vertretbaren Rahmen und deswegen die Entscheidung für Völkling und natürlich von den Gegebenheiten her, alle kennen es, von den Abläufen her, die Spieler kennen es, wir kennen es und du kannst halt auch deine Dienstleister einfach im Boot haben. Das wäre bei einem anderen Standort wesentlich komplexer geworden und das hat dann schlussendlich auch diese Fakten, die den ausschlaggebenden Punkt ergeben, wo wir uns für Völkling entschieden haben. Wie wird das Setting jetzt aussehen? Sie haben schon die mobile Flutlichtanlage angedeutet, darüber hinaus wird es was geben? Also aktueller Stand ist erstmal das mobile Flutlicht, das war für uns das Wichtigste dahingehend, um den Spielbetrieb zu gewährleisten, ob es gegebenenfalls noch mobile Einheiten gibt, worauf du hier anspielst. Das kann man heute noch nicht sagen, weil das muss ich natürlich wirtschaftlich rechnen und es muss halt auch von den Sicherheitsaspekten funktionieren, Fluchtwege, Breiten, dass die eingehalten werden. Das
können wir heute noch nicht final beantworten. Wir prüfen es. Wenn es nicht gelingt, gehen wir von den aktuellen Zahlen aus, das heißt 6.800 Zuschauer, mit halt einem gewissen Anteil auch für natürlich für die Gäste. Wird es da andere Auflagen geben als im Vergleich zum Spiel gegen Regensburg? Nein, das ist keine Ahnung. Dirk, wie ist das bei dir angekommen, dass man jetzt in Völklingen spielt? Kannst du das komplett sozusagen dann mittragen? Ja, absolut. Also ich glaube, da steckt auch eine kleine Botschaft mit drin, in der Tatsache, dass wir in Völklingen spielen. Zum einen glaube ich, dass es einfach auch ein Dankeschön an unsere treuesten Fans ist, nämlich im Blick dessen, dass unsere Dauerkarteninhaber, unsere Mitglieder definitiv ihre Karte erhalten werden, dass sie nicht irgendwo sehen müssen, dass die Wenn-Fans auch noch dazukommen, sondern erstmal wirklich die uns das Ganze ja wirklich unterstützen, ihre Karte bekommen werden. Das ist schon mal, glaube ich, eine gute Botschaft an jeden einzelnen Fan, der das Ganze ja bei Wind und Wetter dort uns unterstützt. Und zum einen glaube ich einfach, dass wir diesem Spiel auch nicht eine noch höhere Bedeutung geben wollen, als es letztendlich auch ist. Es darf halt nicht passieren. Ihr wisst alle, in welcher Woche dieses Spiel stattfindet. Wir haben davor Offenbach, danach Elversberg. Und die Prioritäten sind klar. Am Ende der Saison geht es nicht darum, eventuell in zweite, dritte, vierte Runde im Pokal gekommen zu sein, sondern eben darum, ob wir den ersten Platz, sprich Aufstieg, geschafft haben. Und daran werden wir alle messen. Und dementsprechend deute ich das auch so, dass dieses Spiel zwar eine tolle Werbung auch für uns sein kann, ein tolles Highlight werden kann, aber Priorität definitiv die Meisterschaft hat. Das sind schon mal zwei Botschaften, die ich daraus entnehme. Aber Aufstieg und Europa League Quali, das ist was. Ist klar. Ich weiß nur nicht, ob Völklingen dann geeignet ist. Das wird die nächste Prüfung, aber die Botschaften hat natürlich die Chance. Gegen Bühnau steht es ja. Weitere Fragen? Spiel gegen Hoffenheim, ganz schön. Ja. Kommt zwar jetzt noch, aber letztes dann am Nebentag die Profis dazukommen. Da müsste auch dieselbe Mannschaft dann spielen, die an dem Tag gespielt hätte. Das wird leider nicht so sein, Jungs. Es dürfen eingesetzt werden und die Spieler, die an dem Tag auch können oder wollen oder fit sind. Ja. Stell dir mal vor, es wären zwei Verletzte, sollen die dann mit neun Spielern spielen. Bitte? Stell dir mal vor, es wären zwei Verletzte bis dahin. Sollen die dann mit neun Spielern anfangen? Nee, ja. Schwierig. Also wir fangen bei 0 an am Dienstag. Bitte? Wir fangen bei 0 an am Dienstag. Ja, okay. Aber ich gehe ein paar Leute. Dann vielen lieben Dank und bis morgen. Ja.